Haaland bekommt safe, das ist ja sicher. Es gab schon mal ein Team of the Week, wo Messi und Ronaldo gleichzeitig zu ziehen waren? Oder nur im Best-of? Wisst ihr das? Ich weiß es gerade gar nicht. Hallo? Oder putz dir mal die Nase oder was ist da los mit dir? Junge, 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 Alter. Da rufen wieder irgendwelche coolen Leute anonym an. Ruft der an und macht. Das ist bestimmt der eine Baum oder wie der hieß. Wie ist der nochmal? Kann gut bauen, genau. Der hat irgendwo meine Nummer rausgefunden. Was kann niemand meine Nummer haben? Das müssen irgendwelche Kollegen sein, die jetzt gerade den Stream schauen und mich pranken wollen, ey. Ich bin nicht blöd, Alter. Lovre war's. Sei ehrlich. War's Lovre? Digga, da ruft schon wieder jemand an, Alter. Was soll ich machen? Ich werde terrorisiert hier von Anrufern. Hallo? Hallo? Da rufst du einmal an, da hol ich die Polizei, ey. Hör mal, da geht's doch nicht. Sag Nummer. Digga, niemand wird doch so einfach anrufen. Mokoko hat Story repostet? Nein. Mokoko gönnt dir Repost. Irre. Digga, was soll ich mit dem reden, du Vogel, Alter? Der atmet doch nur wie ein Idiot ins Mikrofon rein. Was soll ich denn da mit dem reden, Alter? Soll ich auch so reden? Vielleicht versteht er mich dann. Auf jeden Fall hat der Asthma, Grady. Auf jeden Fall. Dann ruft er mich anonym an und atmet mir das Telefon zu und redet nicht. Alles klar. Schon wieder Anruf, Digga. Geh nicht mehr dran, Leute, oder? Hallo? Kannst du auch mal reden, oder was ist los? Hallo? Oh Mensch, jetzt habe ich wegen dir einen Talk kassiert. Jetzt hast du das erreicht, was du haben wolltest, oder? Klar mache ich Lautsprecher rein, damit der irgendwas hier sagt, damit ich gebannt werde auf Twitch oder so, ne? Ich bin nicht dumm, Leute, Alter. Mokoko hat angerufen. Meinst du? Ja, Mann, wisst ihr noch vor 2 Jahren dieser Sven? Jetzt gehe ich nicht mehr dran, Alter. Jetzt kann er meine Eier lecken, der Typ, der da die ganze Zeit anruft. Aber Deepthroat, verarschen lasse ich mich hier doch nicht, ey. Die ganze anonymen Anrufen, ey. Die anonymen Hater. Gibt's irgendeinen Trick, Leute, wie man anonym herausfinden kann, von wo angerufen wurde oder so? Digga, wenn der einmal nur aus Versehen mit Nummer anrufen würde, die Nummer wäre schneller hier im Chat, als ihr gucken könntet. Komm, der da anruft, soll mal jetzt die Eier haben, mit Nummer anzurufen. Dann Respekt. Dann gibt's einmal ein Copy-Paste und dann kann er sich über viele nette Anrufe freuen. Egal, wir haben ja gestern im Stream gesagt, wir lassen uns nicht mehr provozieren. Ne? Denn wir wissen, Leute, Löffel rein, glücklich sein. Digga, der hat immer noch nicht aufgelegt, ne? Der steht immer noch anonym auf meinem Handy. Aber es gibt ja zum Glück die neue Funktion, die werde ich auch gleich einlösen. Anonyme Anrufe kommen nicht mehr durch, werden direkt abgelehnt. Dann soll er nochmal weiter, kann er jeden Tag von mir aus anrufen. Sehe ich nicht mal, dass der anruft. Guck mal, jetzt habe ich 4-4 kassiert wegen dem Schwanz, weil ich die ganze Zeit auf mein Dreckshandy schaue. Ey. Er hat sein Ziel erreicht, der Hater hat sein Ziel erreicht. Und zwar, ich verliere mein Weekend-League-Spiel wegen einem Hater. Einen anonymen Hater, der mich versucht, anonym anzurufen und mich von der Weekend League abzulenken. Hier, du Penis. Der anonyme Hater hat wohl gescheitert mit seinem Anrufexperiment. Ruf doch gern nochmal an. Ich mach sogar den Anruf auf laut. Dann klingelt es im Stream. Ruf an. Ich warte auf dich. Denn jetzt ist mein Spiel vorbei und ich habe Zeit zu telefonieren. Ja. Aha. General Mustafa Adumilad Aradawir Halid. Hallo? Awata. Oh, da hat er wohl aufgelegt. Anruf fehlgeschlagen. Was für den nächsten Anruf laut machen. Hater, ich warte, ich möchte gern weiter telefonieren. So, der Hater hat kurz Empfangspause. Scheint wohl schlechtes Netz zu haben. Aus dem Keller, wo der herkommt. Da stand nämlich Anruf fehlgeschlagen. Das heißt, schwaches Netzsignal. Kann ich verstehen. Im Keller gibt es manchmal schlechtes Netz und deshalb konnte er nicht durchgestellt werden. Komm, der Hater soll jetzt mal auflösen, wer er ist. Dann soll mal anrufen und sagen, wer er ist und woher der meine Nummer hat. Das würde mich so gerne interessieren. Ich gebe meine Nummer eigentlich so gut wie nie weiter. Ja, der Sven war damals noch ganz anders drauf. Der hat noch meine Freundin beleidigt und so, das weiß ich noch. Ja, ich glaube, der Hater hat kein Guthaben mehr, Leute. Wir erwarten jetzt leider keinen Anruf mehr. Ich habe sogar auf laut gestellt, damit ich es auch hören kann. Aber was soll man machen? Schade. Ja klar, Digga, klar. Guck mal, das ist FIFA. Auf einmal mit FIFA wieder FIFA Street. Jetzt liegen wir zurück, da hat er wieder Empfang. Für dich. Hallo. 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 Uwe!
Junge, Junge, Alter. Ah, ich hab ein Tor kassiert, geil. Komm, haut mal den Uwe rein. Wer hat denn gerade so eine Langeweile, Alter? Ich weiß, es ist zwar Corona, jeder ist zu Hause, irgendwie hat man Langeweile auch, aber... Guck mal, für den Hater hier die Uwe in den Chat. Jawohl, da ist der Uwe. 100% Lovere, sagst du? Digga, ich verliere gerade in der Weekend League wegen dem Hater. Ey, Mann, Alter, scheiße, ich brauch 2 Tore, ich darf hier nicht verlieren. Mann, ne, komm ja, Mann, ne, von mal weiter. Guck mal, da oben, wie frei. Wo hat der seinen komischen R9 her, Alter? Ich check's nicht. Oh ja, Digga. Oh ja, Digga. Oh, schade. Hätte ich gegönnt. Ach geil, ich habe meine Taktik die ganze Zeit auf ausgeglichen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Die ganze Zeit spiele ich auf ausgeglichen, wie der größte Idiot. So dumm, Alter. Oder ich krieg hier echt die Krise, ne? Hallo? Was willst du denn die ganze Zeit? Hast nichts Besseres zu tun? Kannst du auch reden, hallo? Krasser Typ, Alter. Das ist die Aufholjagd, das ist die Aufholjagd. Ach, das war's. Schade. Egal, die Weekend kannst du in die Tonne schmeißen, Digga. Twitch zieht so viel Akku. Ich dachte die ganze Zeit, denkst du mich juckt dieses scheiß Weekend? Ich hatte eine. Ne, ich will alle haben. Du hast schon deine ganzen Kirschen aufgegessen, jetzt bin ich auch mal dran. Kirschen? Ja, die in meinem Zimmer waren. Das Obst meinst du, wow. Bestimmt ich mir jetzt einen Keks drin. Ja, nimm den Rest hier, komm. Ich bin in der Massephase.